Hallihallo Leute und willkommen zu einem etwas anderen Opening-Video hier auf dem Kanal. Ich war gerade dabei, ein bisschen meine Sammlung durchzuschauen und da fiel mir auf, mir fehlt ein spezielles Deck, das ich eigentlich gerne mal spielen würde, weil ich das Set nicht gekauft habe. Mir fehlen die Noble Knights, praktisch alle Noble Knights. Und da dachte ich mir, hey, cool, dann schaust du mal, ob mein Händler das hier hat. Hat er. Ich habe mir drei gekauft. Eins möchte ich gerne mit euch aufmachen. Es ist im Prinzip alles dasselbe. Es hat ein solches Promo-Display, ein Promo-Booster dabei. Die habe ich noch nicht geöffnet, von allen drei Boxen nicht. Die machen wir zusammen auf. Und wir öffnen auch das Böckschen hier, das letzte verbliebene, öffnen wir zusammen. Ich hoffe, euch gefällt das. Es ist mal ein bisschen was anderes. Mal nichts Aktuelles, sondern ein bisschen was Altes, weil wir haben das Set ausgelassen. Ich mache das hier mal auf. Ich finde auch diese Box hier sehr, sehr praktisch. Ich könnte da einiges an Karten drin verstauen. Was bei der Größe meiner Sammlung mittlerweile echt praktisch ist. So, ich würde sagen, wir schauen einfach mal kurz das, die Box auch kurz an. Ist eine relativ große Box. Also wir haben jetzt hier mal eine Karte zum Vergleich hinhalten. Es ist schon Platz für viel, viel Zeugs hier drin. Öffnen wir das Ganze mal. Ist leider sehr, sehr viel Plastik hier drin. Das finde ich ein bisschen schade. Hier ist das besagte Promo-Pack. Also den Tribut seht ihr schon. Es sind drei Karten drin. Drei Platinum Rares. Unter anderem beispielsweise Effect Whaler und Haufen cooles Zeugs. Dann gibt es hier das Deck dazu. Das schauen wir doch gleich an. Es gibt eine Spielmatte. Und hier drunter gibt es noch eine Deckbox. Ist fast ein bisschen untertrieben. Denn auch das hier ist wirklich, wirklich groß. Ich habe euch das hier mal zusammengesetzt. Also kann ich das auch gleich mal demonstrieren, wie das ausschaut, wenn man es zusammenbaut. Dann kommt das Ganze nämlich auf die Größe hier raus. Hat hier so einen Verschluss auch, den man hier reinschieben kann. Ist ein bisschen tricky zum Zusammensetzen. Man muss ein bisschen würgen teilweise. Und dann sieht das so aus. Das sind jetzt zweimal die Noble Knight Decks hier drin. Also ihr habt hier locker Platz für... Das sind 43 Karten, 86... Ich würde sagen, mit etwa 4 wäre es halb voll, 8 mal 4. Ja, ich würde sagen, etwa 300, 400 Karten passen hier schon rein. Und eben, also es sieht wirklich nett aus. Es ist dieses Motiv, das wir auch auf der Playmat haben. Das mal wieder auf die Seite. Auch das hier lege ich mal weg, das brauchen wir auch nicht mehr. Dann ist noch das Deck hier, plus eben die drei Promo-Packs. Und eben hier die Spielmatte, das ist die, die ihr hier schon seht. Ich hatte die schon. Das heißt, ich habe jetzt drei Spielmatten übrig. Und die würde ich gerne an euch verteilen. Was ihr dazu tun müsst. Ganz einfach. Schaut in die Videobeschreibung. Da steht drin, was ihr tun müsst. Und dann kommen die Matten hier an euch. Die gehen direkt an euch. Ist eine coole Matte. Ist nicht viel wert, aber sie ist sehr, sehr hübsch, finde ich. Und gerade für Leute, die noch keine Playmat haben, ist das sicher eine tolle Sache. Falls jemand möchte, dass ich seine Matte dann signiere, wenn er sie gewonnen hat, mache ich sehr gerne, kein Problem. Schreibt mir einfach das damit eure Adresse zusammen. So. Schauen wir uns mal kurz das Deck an. Also haben wir hier gesagt, wie gesagt, haben wir hier diese Platinum Rare. Sehr, sehr schön gemacht. Sind viel, viel dunkler als normale Effektmonster und die ganze Karte glänzt. Es ist wirklich eine schöne Seltenheitsstufe. Mir gefällt sie sehr gut. Also wir haben hier drin Merlin. Wir haben den edlen Ritter Bedwyr. Artorigus. Gawain. Unedler Ritter vom schwarzen Lonzellen. Edler Ritter Medro. Valchavat. Nehme ich mal an, spricht man das aus. Dristan. Bortz. Nochmal Bortz. Peredur, Erta, Gwen Vifar, edle Waffenkönigin, die Herrin vom See, das ist ein sehr schönes Artwork, finde ich, das gefällt mir auch sehr gut. Honest als Platinum Rare, auch eine wirklich schöne Karte.
Digraffer, der Ritter. Morgenröte, Ritter. Edler Ritter, das letzte Kapitel. Edle Ritter der Tafelrunde. Edle Ritter der Tafelrunde nochmal. Da, ja, die Zauberkanzler, glaube ich, alle zweimal drin. Galatin. Aphrodite. Caliburn. Die edle Waffen des Schicksals. Edle Waffen Excaliburn. Schwarzes Loch, auch die natürlich als Platinum Rare. Wirklich schön. Verräterische Schwerter. Verstärkung für die Armee. Platinum Rare. Book of Moon. Platinum Rare. Foolish Burial. Auch hübsch. Beschränkungswelle auslösen. Schwerter im Morgengrauen. Avalon. Ruf der Gejagten. Sieht auch wirklich schön aus. Schlimmes Desaster. Dimensionsgefängnis. Und ernste Warnung. Und dann noch ein kleines Extra-Deck bestehend aus Unedler Ritter vom Hohen Lornzellen. Das ist der hier. Artorigus und Heiliger Edler Ritter von König Artorigus. Ja, das ist das Deck. Ich hoffe, ich kann das noch. Ja, ein bisschen. Das ist das Deck. Und jetzt öffnen wir noch die drei Booster. Ich habe mir vorhin mal kurz rausgesucht, was da alles denn so drin ist. Ja, ich habe es leider nicht mehr offen. Egal. Also, hier haben wir mal Verbotene Lanze, Zwangsevakuierungsgerät und Reisende Tribut. Das ist die aus diesem Set hier, aus diesem Pack, das wir gerade geöffnet haben. Darum würde ich sagen, fangen wir mit der gleich an. Mal schauen, was wir da Schönes kriegen. Also, ein Reißender Tribut. Oh, ein Goldsarkophag. Und ein MST. Der ist auch sehr schön. Der gefällt mir auch gut in Platinum. Also, hier sind so ein bisschen, Staples mehr oder weniger drin. Dann hier der zweite. Ich hätte zu gerne einen Wailer. Oder vielleicht sogar zwei, weil dann hätte ich ein Playset Platinum Rare. Das wäre echt cool. Also, Zwangsevakuierungsgerät. Eine verbotene Lanze. Die haben wir dann auch nochmal. Und noch ein Goldsarkophag. Also eben die Lanze, nochmal TT und MST. Schade, kein Effekt-Wailer. Naja, egal. Trotzdem cooles Set. Wenn ihr die Noble Knights mal ausprobieren möchtet, wenn ihr das Deck mal spielen wollt, im Prinzip ist eine solche Box und ihr habt das Deck komplett zusammen. Plus noch ein paar coole Karten. Auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Auch das mit der Spielmatte. Ich würde mir wirklich wünschen, Konami würde sowas öfter machen. Das ist echt ein echt cooles Set. Nicht nur für die Noble Knights, das könnte man auch für andere Themen machen. Mit Playmat, mit einem Deck, fixfertig, so Structure Deck Deluxe-mäßig, wie man das fürs Hero auch schon hatte. Das wäre cool, aber dann mit einer schönen Spielmatte, das wäre wirklich super, super klasse. Naja, das war's von diesem kleinen Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen, das ist immer super wichtig und super toll, wenn ihr den Daumen da anklickt. Und lasst doch auch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Dann verpasst nämlich die nächsten Videos auf diesem Kanal ganz bestimmt nicht. Und ja, das war's jetzt von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, schönen Tag noch und ciao, Leute.